Felix Glieser ist ein absoluter Ausnahmemusiker, tourt durch die ganze Welt. Er spielt mit den großen Orchestern, etwa den Berliner Philharmonikern, sammelt Preise. Und das, obwohl er nur mit seinem linken Fuß spielt. Ja, schon als kleiner Bub will er Horn lernen. Wie er drauf kommt, Vorbilder in der Familie gibt's keine. Der gebürtige Göttinger hat früh Erfolg und will bereits als Jugendlicher Profi werden. Auf dem Weg zum nächsten Konzert mit Füßen und Beinen das Auto lenken, für den 28-Jährigen selbstverständlich. Der Vielreiser mag's unabhängig. Hornisten brauchen normalerweise beide Hände. Felix Glieser musiziert nur mit Mund und Fuß. Wie gelingt ihm das? Das kann ich ihn fragen, denn hier sitzt er. Felix Glieser, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Hallo. Ich kenne mich jetzt nun wirklich überhaupt nicht aus beim Horn, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mir sagen lassen, gerade die zweite Hand ist wichtig. Also wäre jetzt in Ihrem Fall der zweite Fuß. Aber Sie machen es nur mit einem Fuß. Wie kriegen Sie es hin, dass es trotzdem Weltklasse klingt? Ich übe gelegentlich. Das ist das. Man muss dazu sagen, es wird immer gesagt, Sie sagen jetzt so viel mit den Händen. Das ist ungefähr so, als wenn ich sagen würde, Journalisten arbeiten mit den Händen. Also die Hauptarbeit ist eigentlich der Mund. Also ja. Wir können das ja mal ganz im Crashkurs 20 Sekunden vormachen. Gerne. Und zwar, man pustet man pustet Luft durch die Lippen und dann fangen die Lippen an zu schwingen. So. Machen Sie doch mal. Hervorragend. Ja, das ist der erste Schritt zum Erfolg. Und jetzt muss man die Muskulatur in den Lippen noch anspannen. Dann klingt das. Ja, genau. Und wenn man jetzt die Spannung in den Lippen verändert, dann klingt das. Okay. Kann man ganze Melodien spielen. Also das ist eigentlich die Haupt aber trotzdem da jetzt weiß so ich, drei Tasten drücken. Also, aber Herr Glieser, trotzdem weiß ich, dass man mit der Hand dann eigentlich den Ton auch noch moduliert. Genau, genau. Da an der Öffnung und genau. So. Und das machen Sie ja nicht. Sie machen das alles mit dem Körper. Und mit genau, also mit Mund, mit Luft, all den Dingen, die einem dazu führen. Also stellen Sie Ihr Licht nicht so unter den Scheffel. Ich meine, das ist schon eine besondere Fähigkeit, die Sie das da entwickelt stimmt, haben ja. über die Jahre. Ne? Das stimmt. Weil andere ja. machen das anders. Ja, aber es funktioniert sehr gut so. Ich kann nicht klagen. Ja, beweisen Sie immer wieder aufs Neue. Aber wenn wir gerade schon über die Lippen reden, die sind dann wohl sehr wichtig. Pflegen die Sie auch schön immer? Sehen? Nee, das Lustige ist, den Tipp kann ich jedem geben. Wenn Sie Ihre Lippen pflegen wollen, pflegen Sie Ihre Lippen nicht. Weil das Problem ist, wenn man, das ist ja der Klassiker, man schmiert das irgendwie mit Fett oder irgendwas ein. Wir wollen das keine Problem Marken ist, nennen, ne? Nein, aber ist Fett ist ja erstmal sehr markenfrei. Nein, schmiert das mit Fett ein und das Problem ist, dann sagt der Körper, ach, das ist ja gemütlich, der Herr schmiert das selber ein, ich muss also nichts dagegen tun. Mhm. Und dann wird die Teigproduktion runtergefahren, dann tun die Lippen weh. Also, lassen Sie es einfach nicht pflegen. Das tut erst mal ein paar Monate, vielleicht sogar auch Jahre weh. Es blutet vielleicht auch ein bisschen. Aber wenn man das überwunden hat, dann hat man die feinsten Lippen der Welt. Und Tipps das ist die beste von Pflege. Einem Weltklasse-Hornisten. Also da sehr muss es gerne. Ja wohl stimmen. Exklusiv. Aber jetzt müssen wir noch mal trotzdem zum Anfang zurück. Wie kommt ein Vierjähriger auf Horn? Das ist eine sehr gute Frage, die ich leider nicht beantworten kann. Also in meinem Umfeld war nie Hornist, hatte auch niemand was mit Horn zu tun, auch nicht mit Musik im Allgemeinen oder hat auch nicht irgendwie Klavier oder Geige oder irgendwas, was irgendwie in die Nähe kommen könnte. Irgendwo müssen Sie es doch aufgeschnappt haben. Vielleicht bei, was weiß ich, Sandmann oder Sesamstraße oder irgendwie. Also es kann sich wirklich keiner daran erinnern, was sehr, sehr spannend ist. Mhm. Aber Ihre Eltern sind mitgegangen, haben das dann auch gemacht, haben gesagt, okay, haben Sie gerne geübt als Kind? Ja, also nicht so wahnsinnig gerne. Also mit 4, 5 ist man jetzt nicht der wahnsinnig gerne über. Das entwickelt sich dann, also es war dann eher so im Teenageralter, da habe ich dann irgendwie so eher den Ehrgeiz entwickelt und dann mich da mit intensiver auseinandergesetzt. Aber wissen Sie noch, wie das war, als Sie gemerkt haben, dass Sie anders sind, also dass Sie halt keine Arme haben? Also so als Kind haben Sie irgendwie gemerkt, dass da die anderen Kinder sich anders verhalten oder war das immer normal für Sie? Solche tiefgreifenden Gedanken habe ich mir, glaube ich, nie im Kind gemacht. Ich habe Briefkästen in die Luft gesprengt. Ich habe Hallo?
Das darf man nicht machen, ich weiß. Ja. Aber gut, dass Sie das noch dazu gesagt haben. Ich habe meistens immer denselben. Nein. Aber. Also Sie waren frech. Sie waren in ich war, glaube ich. Ich glaube, wenn man meine Lehrer fragen würde, dann würde ich sagen, das war jetzt nicht der liebste und netteste Schüler, den man sich vorstellen kann. Also das waren die Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe. Nicht so sehr mit Gliedmaßen und der Anzahl davon. Das war nicht so das, was mich interessiert hat. Mehr so Bumm und Peng und Horn und Fußball und sowas und Formel 1. Das waren so die Dinge, die mich eher interessiert haben. Und trotzdem mit 13 dann auf der Hochschule Horn studiert, ist ja auch, also ein bisschen geübt haben müssen Sie in der Zwischenzeit. Hab ich, ja. Was haben die anderen dann gesagt, als da so ein Jungspund ankam, der auch noch nicht mal Arme hatte? Ja, also ich meine, das Problem ist halt, dass die meisten dann irgendwie über 10 Jahre älter sind als man selber. Ja. Also das ist halt so, kommt man da so als kleines Kind und alle sind irgendwie älter. Und in der Musikschule gibt es überall selbstgemalte Bilder an den Wänden und im Herbst so Kastanienmännchen, die einen lustig, fröhlich oder auch nicht angucken. Da kommt man eben in die Hochschule und das ist eben ein Erwachsenenbetrieb. Das war schon etwas, da muss man sich erstmal drauf einstellen. Aber ich bin ja dann zum Glück auch etwas älter geworden, habe mich dann entsprechend angepasst. Und wie? Also ich meine, Sie haben es dann wirklich... Wobei, man muss dazu sagen, es gab da nochmal so einen Knackpunkt. Mit 16, glaube ich, habe ich gelesen, hat Ihr Musiklehrer gesagt in dem Interview, also beruflich wird es der nicht packen. Genau. Und Sie haben aber gedacht, ey, Moment mal, oder wie war das? Ja, also der hat das in einem Interview gesagt, dass beruflich sollte ich mir doch was Sinnvolleres überlegen. Ja. Und das ging halt auch um diese Sache mit Hand im Schalltrichter und dass es dann anders klingt. Aber dann, ich meine, ich hatte aber schon Lust dazu und wollte das und habe dann eben mich entsprechend bemüht und sehr viel gearbeitet und die Probleme gelöst. Ja, und alle Klassik-Fans, Horn-Fans sagen, Gott sei Dank hat das gemacht. Sie beglücken ja schon einige Jahre die Menschheit mit ihren Fähigkeiten. Es steht ja jetzt nicht zur Dekoration da. Ich würde gerne mal was hören. Also ich glaube, wir alle würden gerne so ein kleines... Alle würden... Ja, so mindestens mal so ein bisschen... Ich mache mal eine kleine... Genau, und zwar, ich habe ja gerade die Hornkonzerte von Mozart gemeinsam mit der Kamerata Salzburg in Salzburg aufgenommen. Ah. Also Mozart in Salzburg. Und deswegen habe ich mir überlegt, werde ich eine Kleinigkeit von Mozart spielen. Ja, also gerne. Mozart hat 4 Hornkonzerte geschrieben für Horn und Orchester. Im Hintergrund sehen wir auch ein Bild, wo ich die aufnehme. Ich dachte, von Mozart. Ja, das denken viele, aber es bin tatsächlich ich und nicht Mozart. Nein, aber im Hintergrund die Kamerata Salzburg und das ist bei der Aufnahme in Salzburg entstanden. Und deswegen werde ich auf geht's. Zur Feier des Tages etwas von Mozart spielen. Und zwar ein bisschen aus dem dritten Satz von dem dritten Hornkonzert. Okay. Das war's schon. Es geht noch weiter, aber, ja, das ist klar. Aber wir wollen ja jetzt hier nicht... aber die Frage ist ja, wie viele Stunden muss man üben? Üben Sie noch jeden Tag? Ja, also man muss schon 7 Tage die Woche üben. Also das und im dazu. Hotel? Wenn Sie, ich meine, Sie sind viel unterwegs. Ja, da kriegt man sehr schnell viele neue Freunde. Das stimmt schon. Nein, ich habe so einen Übedämpfer und den stecke ich hinten rein und dann ist das so Fernsehlautstärke, Gesprächslautstärke und dann kann man dann schon üben. Sind Sie eigentlich gerne unterwegs? Also Sie gehen ja jetzt nach dem Konzert hier bei uns in Burgrieden, gehen Sie ja nach Hongkong. Genau, direkt zum unterwegs. Flughafen. Machen Sie das gerne? Sind Sie gerne so auf Reisen? Es ist sehr spannend. Also ich war jetzt zum Beispiel letzte Woche in Kasachstan und in der Nähe von Kirgisistan, also eine Ecke, wo ich jetzt privat nie hinreisen würde. Das ist eine Stadt, die heißt... Konzerte. Genau, das ist eine Stadt, die heißt Almaty. Habe ich vorher noch nie was von gehört. Sehr spannend, sehr interessante, schöne Stadt. Jetzt Hongkong, also nach Sonntag fliege ich direkt nach Hongkong, spiele dann nächste Woche in Hongkong. Also es ist schon etwas, wo ich auch das Gefühl habe, man lernt einfach sehr, sehr viel direkt kennen. Also auch jetzt die Protestbewegung in Hongkong, die ja sehr aktuell ist, jetzt dorthin zu reisen. Ich war im Februar das letzte Mal dort. Es ist dann schon spannend, auch die Dinge vor Ort zu erleben und die Welt durch die eigenen Augen kennenzulernen, was einen dann auch sehr prägt. Mhm. Ist das so eine Stärke, würden Sie sagen, auch so bei Ihnen, dass Sie einfach sich da so durchackern, also so ehrgeizig sind und auch sagen, wenn ich was will, dann mache ich das?
Ich glaube schon. Also wenn ich irgendwie einen Sinn hinter etwas sehe, also in der Schule habe ich oftmals keinen Sinn hinter Tabellen in Textform oder Texte in Tabellen. Sind Sie nicht alleine, glaube ich. Genau, Kinder lieber nicht zuhören, Schule ist wichtig. Nein, aber wenn ich irgendwas will und da Spaß dran habe, dann macht es mir auch Spaß, mich da reinzusetzen und so ein bisschen so sich zu quälen. Das kann schon Spaß machen. Okay, Stärke und Schwäche noch ganz kurz. Schwäche? Mhm. Ich esse gerne Currywurst Pommes. Und, das ist doch keine Schwäche. Nein, aber es sind ungesunde Nahrungsmittel. Ja, aber macht sie sympathisch. Ich esse es auch gern. Ja, ist schon lecker. Ne? So eine schöne Pommes, wenn man dann irgendwo in... Oh, ja. Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Prima, dann sind wir ja eh gerade am Ende. Dann machen wir jetzt lieber Schluss. Ne? Ja, dann würde ich auch sagen, Pommes, ja? Perfekt. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Viel Spaß beim Konzert am Sonntag um 11 Uhr. Und genau. Hat mich gefreut, dass Sie da waren. Alles vielen Gute vielen Dank. Sie. Dankeschön. Ja.